Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserem Sith-Krieger und wir werden jetzt mal hier zur Meldeposition reisen. Wir machen erstmal das und dann sehen wir weiter. Wo ist der jetzt hier? Ist der hier hinten? Okay, ja. Paxton Rall, wer ist denn das nur wieder? Ich grüße euch, Commander. Eure nette Basis ist ein Leuchtfeuer der Kultiviertheit in dieser eher öden Ecke der Galaxis. Ich bin Paxton Rall. Das sind meine Geschäftspartner. Die Bluthündin, der Vertrimmer und der freundliche Rin. Gemeinsam mit unserer unermüdlichen Crew bereisen wir die Sterne auf der Suche nach Abenteuern, Profit und Adrenalin. Nach allem, was die Herzen mutiger und freier Wesen höher schlagen lässt. Ein Pirat? Vielleicht in der beschränkten Umgangssprache des Pöbels, aber wir sind aus edlerem Stoff gemacht. Wir verstehen die größeren Dramen, die das Leben bereithält. Ein Pirat stiehlt oder tötet, mehr nicht. Ich hingegen konfisziere und akquiriere, oktroyiere und düpiere, merze aus und revanchiere mich. Meine zahlreichen Abenteuer haben mir viele gut informierte Bewunderer eingebracht. Und sie alle sagen mir, dass ihr im Moment großen Bedarf an Kriegsschiffen habt. Wie es der Zufall will, habe ich gerade großen Bedarf an lukrativen Gelegenheiten. Nachdem wir eine nominale Provision ausgehandelt haben, können wir bestimmt eine zufriedenstellende Übereinkunft treffen, die unseren jeweiligen Wünschen gerecht wird. Warum sollte ich euch trauen? Sagen wir es mal so. Wenn ihr einen einzigen Kunden findet, der mit meiner Arbeit unzufrieden war, werde ich frohen Mutes für immer aus dieser Welt scheiden. Außerdem ist mit euch im Kampf auch nicht gerade zu spaßen und euch steht ein beeindruckender Kader tödlicher Verbündeter zur Seite. Nur ein unglaublicher Idiot würde euch reinlegen wollen. Und ich bin alles andere als ein Idiot. Wenn ich meine Dienste und die meiner Crew verspreche, wird dieses Versprechen gehalten. Ich muss mehr über euch und eure Fähigkeiten wissen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Crew und ich jeden eurer Wünsche erfüllen können. Unser Können ist ebenso vielseitig wie meisterlich. Patrouillen im nahegelegenen Weltraum, Angriffe auf gegnerische Versorgungslinien, Erkundungen weit entfernter Welten. Alles ganz einfach. Zudem kann ich euch anbieten, euch auf Einsätzen persönlich zu begleiten. Eine wunderbare Erfahrung, das versichere ich euch. Ich habe auf meinen Reisen zahlreiche faszinierende Vernichtungsmöglichkeiten gesammelt. Eure Feinde werden noch ausgefallenere Geschichten über euch erzählen als jemals zuvor. Ihr erwähntet vorhin eine nominale Provision. Was genau erwartet ihr? Macht euch keine Sorgen. Meine Crew und ich werden mit Sicherheit zahllose Gegner für euch besiegen. Gegner, die bestimmt wertvolle Dinge mit sich führen. Wir können unsere Ausgaben ganz einfach auf Kosten eurer Gegner begleichen. Eure Buchhaltung muss sich gar nicht um uns kümmern. Ja, nehmen wir ihn mit. Wunderbar! Falls ihr mich mal nicht hier auf Odessen findet, keine Sorge. Sagt einfach Bescheid, dann werde ich sofort zur Stelle sein. Vertrimmer, Bluthündin, informiert die Crew. Rin, ich brauche die Adresse der nächsten Kantina. Uns erwarten neue Abenteuer! Na, nicht unbedingt. Naja.
Okidokili, wo jetzt denn jetzt hier raus? Hier jetzt raus. So, McChar. Machen wir erstmal Onderon. Wir reisen erstmal nach Onderon. So. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier weitermachen müssen. Das sieht hier wirklich so wie so Altägypten hier so irgendwie aus, wa? Frosch im Hals, zeig schon wieder. Ach, ist furchtbar. Nee, die ist einfach nur furchtbar. So, hier haben wir, oh, hier haben wir eine ganze Menge Aufgaben. Warte mal, ich hatte doch sowieso hier noch Onderon. Genau, hier haben wir schon mal Aufgaben. McShar will ich erstmal nicht verfolgen. Wir machen erstmal wirklich nur Onderon. Kommandant der königlichen Garde. Sir, wir haben hier eine heikle Angelegenheit, bei der ihr uns hoffentlich helfen könnt. Wir haben einen prekären, inoffiziellen Waffenstillstand mit den Ungezähmten. Die jüngsten Ereignisse lassen diese Abmachung gerade Stück für Stück zerbrechen. Ich suche den stärksten Kämpfer des Planeten, der Isis in einer Kraftprobe repräsentieren soll, um ihnen unseren Wert zu beweisen. Die Ungezähmten werden sicher weniger Lust haben, Krieg gegen uns zu führen, wenn wir unser Können im Kampf bewiesen haben. Ihr wurdet als Kandidat vorgeschlagen. Habt ihr Interesse? Habt ihr den im Hintergrund gesehen, auf der Kanone da? Guck mal. Wer steht, wer? Das ist doch unlogisch. Was macht der da? Bodenbeckenübung? Beckenbodenübung? Wie heißt das so? So, jetzt haben wir hier noch eine lila Aufgabe. Oh, lila Aufgabe. So, wöchentlich, täglich, hast du nicht gesehen. Ich nehme alles an jetzt hier. So, was haben wir hier? Unser Sieg. So, könnt ihr euch selber durchlesen? Ich habe keine Lust zum Lesen gerade. Major Andri. So, Botschafter Duell. Mein Sith Lord, entschuldigt die Störung. Wir haben eine kleine Krise am Hof des Königs. Wie kann ich euch helfen? Ich bin eine vielbeschäftigte Person. Was wollt ihr? Einer der Cousins des Königs wurde von einem republikanischen Attentäter ermordet. Nach den letzten Ereignissen ist unser Verhältnis zum Hof angespannt. Jetzt ist unser Krieg in die höfische Politik verstrickt worden. Wir stehen kurz davor, die Kontrolle zu verlieren, wenn wir nicht schnellstens den Attentäter aufspüren und eine Lösung für dieses Problem finden. Wieso sollte mich das kümmern? König Petrüvs Position auf dem Thron ist prekär. Das Opfer hat einen starken Anspruch in der Thronfolge und war uns sehr gewogen. Leider ist der Attentäter den Wachen entkommen, aber wir glauben, dass er sich immer noch irgendwo im Komplex aufhält. Wir wären geehrt, die Hilfe eines mächtigen Sith wie euch anzunehmen. Das Imperium weiß eure Hilfe zu schätzen. Aber komisch ist es schon, hä? Ich meine, der König ist tot. Aber was soll der Quatsch denn jetzt? Hier ist doch noch irgendwo was. Ach hier. Archäologin. Sieh mal einer an. Ihr seid es.
Bitte, wenn es nicht zu viel verlangt ist, das Imperium könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich habe mein Team von Archäologen in eine der Katakomben im Dschungel geschickt, um nach Artefakten zu suchen, die dort angeblich begraben sein sollen. Und jetzt fehlt von meinem Team jede Spur. Schlimmer noch, ich habe weder die Artefakte noch Daten von ihrer Expedition. Ich kann euch gar nicht erklären, welchen potenziellen Wert diese Antiquitäten haben. Bitte, helft mir, sie zu finden. Und wenn ihr sie finden könnt, auch meine Leute. Hier ist aufgelistet, was ich suche und was ihr tun müsst, wenn ihr es findet. Aber vielleicht will ich es doch ja nicht annehmen. Ja. Was ist denn das nur wieder? Das ist eine Operation. Die machen wir natürlich nicht. Ja. So, wo müssen wir denn jetzt lang hier? Warte mal, wir gucken auf die Karte. Wir haben doch hier schon ein bisschen was freigeschalten. So, wir haben hier drüben, da könnten wir eigentlich hier vorne hinreisen. So. Und dann hier runter. Wir werden mal jetzt die Sachen hier einsammeln, die es jetzt am Wegesrand gibt. Wenn ich sie denn finde. Hier ist aber nichts. Oben wird es ja wohl nicht sein, wa? Hm. Da hinten ist auf jeden Fall was. Lana, sammel mal ein. Nur jetzt irgendwas gekriegt, ne, wa? Ich kümmere mich um euch. Hier jetzt wieder eine Knie, die FPS. Ach, das ist doch alles herrlich. Finden wir denn hier Drüsen? Ja, das kann ja was werden jetzt hier. Wir haben noch nicht eine Drüse gefunden. So, ja, nee. Ein Vierer sollen wir finden. Oh, Gottes Willen.
Die Macht dient mir! Ein paar Stiefel haben wir gekriegt. Ja, gut. Ist jetzt ja nicht so berauschend, dass ich sage, oh ja, geil. Ah, noch eine Drüse. Sehr gut. Jetzt geht's voran. Jetzt haben wir es fast geschafft. Oh, Lachsaufspürer. Meine Güte. Hören die auch noch dazu? Ja. Sehr gut. Gab nichts. Warum gab's da nichts? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier noch hier? Phase. Locker ein. Ah. Das hätten wir schon mal. Sehr gut. Typisches MMO-Zeugs hier. Töte, finde, suche, bringe. Aber gut, muss man durch. Gluppig werde doch mal wieder versuchen, ein bisschen mehr, damit wir hier die Rüstung mal kriegen. Weil wir haben ja da noch ein bisschen vor uns wahrscheinlich. Sehr gut. Ernte Pheromone. Ach du Scheiße. So, was haben wir hier unten noch? Nicht weiter. Gehen wir erstmal zum Jagdschloss zurück. Geben wir das erstmal ab hier. Damit wir schon mal sagen können, wir haben schon wenigstens was gemacht. Nee, wo ist denn das? Da oben irgendwo? Hä? Wo soll das sein? Bin ich schon wieder zu doof?
Kann man da oben lang laufen? Und wenn ja, wie komme ich da hin? Auf dem Dach? Hier, kletter hoch da. Muss jetzt erstmal einen Weg finden, wie ich hier aufs Dach komme. Hier vielleicht? Sehr witzig. Echt. Star Wars. So dumm. Wäre zu einfach gewesen. Würde ich einfach mal behaupten. Kommt man denn hier aufs Dach? Das hier? Was muss ich jetzt hier machen? Ach so, okay. Gut, dann kann ich sie alle wieder einschalten. Aber wie komme ich jetzt hier aufs Dach? Ich muss ja doch irgendwo einen Weg aufs Dach heben. Aber wie? Das wäre hier zu einfach. It. Schon wieder Post. Ah, okay. Oh Gott. Au, hüpf, das ist wie ein Frosch. Das Wetter wird heute gut. So, konfrontiere, mein Gott.
Attentäter. Ja. Attentäterliebe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiß ich nicht. Soll ich's nehmen? Nee. Vermächtnis gebunden. Verscherbel ich alles. Wenn die Ritterin kann, dann nachher alleine dann Zeugs holen. Gut, Freunde, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.